Hey Jons hier von newgadgets.de und wir haben hier auf der IFA 2013 am Stand von Medion das Medion Akoya E3107T und das ist ein 10 Zoll Netbook, also Netbooks sind noch nicht ausgestorben. Haben wir hier Touch? Ja. Also das ist wirklich sehr interessant. Wir haben hier einen AMD A4 1200 APU mit einer Radeon HD 8180 Grafik. Ihr seht, sieht ja eigentlich von der Qualität wirklich ganz gut aus. Gefällt mir. Ich bin ja sowieso ein Netbook-Fan. Wir haben hier auf der rechten Seite einmal einen SD-Kartenleser, die Audio-Ports, zweimal USB, ein Ethernet-Port, ein Kensington Keylock. Dann hier einmal den Anschluss für das Netzteil, VGA, HDMI und USB 3.0 und die Status-LEDs. Dann hier ein Chiclet-Style-Keyboard und ein kleines Touchpad mit integrierten Maustasten. Ansonsten hat das 10 Zoll Display eine Auflösung von 1366x768 Pixeln, also auf jeden Fall ausreichend. Wir haben hier High Definition Audio mit zwei Stereo-Lautsprechern, Dolby Advanced Audio Version 2 und, wie ihr sehen könnt, Windows 8 und eine Vollversion von Office 2013 vorinstalliert. Also ein wirklich sehr interessantes Notebook, wie ihr sehen könnt. Gehen wir mal kurz auf den Desktop und gucken uns an, was hier für eine Festplatte verbaut ist. Das finden wir dann hier. So, wir haben hier eine 500 GB Festplatte installiert. Das ist also ein Medion Netbook, das ist das Medion Akoya E3107T hier auf der IFA 2013 in Berlin. Steht noch Medion The Touch 10, vielleicht ist das einfach so der Marketingname davon. Also vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann, ciao!